Großer Villa Landshut statt Ballsporthalle Vilsbiburg. Tippen statt Pritschen. Nein, keine Sorge, Barbara Wizorke hat ihre Volleyballkarriere nicht an den Nagel gehängt. Sie sorgt vor für die Zeit nach dem Profisport. Bei Volleyballerinnen beginnt die so ab Anfang bis Mitte 30. Also ich habe damals in Wiesbaden meine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation angefangen und hatte dann im Januar 2016 bei unserem Präsidenten André Wienert und bei unserem Trainer angefragt, ob es vielleicht die Möglichkeit gäbe, diese Ausbildung zu beenden, weil das habe ich damals nicht machen können, nachdem ich dann Wiesbaden verlassen habe. Und daraufhin hat André den Kontakt zu der WEDES hergestellt und dann habe ich ein paar Gespräche geführt und wir haben, glaube ich, von beiden Seiten gemerkt, dass es ganz gut passt. Und dann habe ich ziemlich schnell sogar schon im April 2016 dann mit der Ausbildung begonnen. Mittlerweile ist sie im dritten Lehrjahr. Im Mai beginnen die Abschlussprüfungen. Unter anderem dank Abitur besteht für die 24-Jährige allerdings keine Berufsschulpflicht mehr. Somit muss sie sich eigenständig Freiräume zum Lernen schaffen. Ebenso flexibel handhabt sie ihre Arbeitsstunden. Ich habe einen Teilzeitvertrag und man kann sich das so vorstellen, ich trainiere morgens, dann komme ich über die Mittagsstunden einige Zeit ins Büro und bin abends dann aber relativ früh wieder weg, weil oft kommt noch vor dem Training Video dazu oder Physiotherapie oder Arzttermine und solche Sachen. Dann nicht zu vergessen die Auswärtsspiele, wo wir manchmal am Tag davor dann schon wegfahren, wo ich natürlich einfach nicht im Büro sein kann. Die Zusatzbelastung tun sich nicht viele an. Um die Ausbildung in Landshut fortsetzen zu können, hat die Mittelblockspielerin am Anfang eine Zeit lang sogar Vollzeit gearbeitet. In Barbara Wizorkes Mannschaft gibt es nur noch eine weitere Spielerin mit Nebentätigkeit. Sie absolviert ein Fernstudium. Der Rest sind ausschließlich Profis. Lena Stiegroth hat allerdings auch schon ein Praktikum in Barbaras Ausbildungsstelle gemacht. Für das in der Systemgastronomie und dem Bereich regenerative Energien tätige Unternehmen sind Sportler als Azubis zwar Neuland, aber kein Problem. Wir haben da auch als Unternehmen einfach schon einen Lernprozess und auch schon unsere Erfahrungen. Wir haben einige Teilzeiter bei uns, sodass wir das auch irgendwo gewohnt sind, auch die Mitarbeiter das gewohnt sind, dass jemand nicht ständig greifbar ist. Jetzt ist natürlich bei der Barbara im Unterschied zu einem anderen klassischen Teilzeitverhältnis so, dass sie sehr unterschiedlich immer da ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist immer jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Es hängt eben vom Trainings- und vom Spielbetrieb ab. Sie ist aber auch da einfach gut organisiert und zuverlässig. Sie trägt immer, sobald sie es eben weiß, wenn der Trainingsplan rauskommt, trägt sie in unseren Teamkalender ein, wann sie da ist. Da ist sie dann auch immer da und so kann man einfach planen. Derzeit hilft Barbara viel in der Buchhaltung mit. Ihre Finanzen hat sie auch persönlich gut im Griff. Vorausschauend will sie sich ein zweites Standbein schaffen. Denn der Volleyballsport reiche zwar zum Leben, allerdings hat sie danach nicht ausgesorgt. Zielstrebigkeit und gute Selbstorganisation sind dabei Teil des Erfolgsschlüssels. Also es ist einmal gut, um seinen Lebenslauf ein bisschen aufzubessern, um, sage ich mal, Arbeitserfahrung zu sammeln, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben selbst, Kontakte zu knüpfen und dann aber auch irgendwo nochmal einen Ausgleich zu haben, weil wenn man nur Sport macht, dann fällt einem die Decke schon manchmal ein bisschen auf den Kopf und so ist es schön, wenn man irgendwie noch so einen Ausgleich hat. Also höhere Belastung und weniger Kraft auf der einen Seite, dafür ein immer freier Kopf. Wenn man beispielsweise nach einer blöden Niederlage am nächsten Tag im Büro ist, dann kann man sich überhaupt gar nicht so sehr oder so lange darauf konzentrieren, sondern hat gleich neue Dinge im Kopf. Und genauso merke ich hier, wenn ich manchmal mit Kollegen spreche, die dann quasi unternehmerische, also Probleme oder einfach so Tätigkeiten mit nach Hause nehmen und sich dann darüber den Kopf zerbrechen, dann bin ich abends im Training und habe keine Sekunde Zeit darüber, mir irgendwie über meine Aufgaben hier Gedanken zu machen. Das heißt, das ist irgendwie ganz schön, diesen Ausgleich vom Körperlichen und auch so ein bisschen den Kopf dabei zu haben. Berührungspunkte zwischen ihrem Job bei den Roten Raben und ihrer Arbeit bei dem mittelständischen Unternehmen in Landshut gibt es trotzdem. Dass die WEDES Group beim letzten Heimspieltag Sponsor of the Day war, wo es einige Dinge zu organisieren gab, wo ich quasi eine ganz entscheidende Rolle hatte auch, weil das in mein Aufgabengebiet hier gefallen ist. Das heißt, war ganz interessant, weil ich dann irgendwie meine beiden Arbeitsplätze so miteinander sich verschmolzen haben irgendwie. Es war ganz schön. Die Volleyballbegeisterung teilt sie sich mit ihrem Chef. Unser Gründer und Vorstandsvorsitzender, der Herr Schulze,
Der hat schon in jungen Jahren selber Volleyball gespielt. Ich glaube, als Neunjähriger hat er angefangen und bis ins junge Erwachsenenalter. Er war auch Balljunge, hat er mir mal erzählt, bei den Länderspielen in der Rudi-Sedlmayr-Halle und hat einfach ein Faible für den Volleyballsport. Und dass die Roten Raben in der Bundesliga und auch europäisch sich schon so lange behaupten können, das hat ihm einfach imponiert. Und über persönliche Kontakte kam das dann zustande. Persönliche Kontakte. In der Geschäftswelt das A und O. Das ist auch im Profisport nicht anders. In diesem Fall hat Barbara Wizorge aber nicht nur Glück gehabt, sondern auch verständnisvolle Chefs auf beiden Seiten. Wir drücken die Daumen, dass es beim Spiel am Dienstagabend gegen Münster auch sportlich so gut klappt.